August Macke ist in den letzten Tagen wie im Rausch. Er malt wie im Fieber. Es geht ihm die Leinwand aus. So nimmt er ein Bild, was er 1912 schon gemalt hat, mit drei Frauen am Tisch, wendet es um diese lyrische Landschaft mit diesem bezaubernden Mädchen und dem geheimnisvollen Kranichen zu verwirklichen. Es sind Geschichten, die ihn bewegen und er möchte sie alle noch fertig malen. Er hat etwas, glaube ich, in seinem Herzen, was ihn dazu bewegt, dies zu tun. Er hat das Gefühl, er hat nicht mehr sehr viel Zeit. Das ist etwas sehr Tragisches, aber gleichwohl hat er ein wunderbares Bild geschaffen.